Hallo meine Lieben, neuer Tag, neuer Vlog. Ja, und wisst ihr, was wir heute endlich machen? Haare färben. Wir färben meine Haare. Ich zeige euch das mal, wie der aktuelle Stand ist. Ich muss sagen, ich habe länger nicht gefärbt. Wann habe ich gefärbt? Ich glaube vor 5 Monaten. Knapp 5 Monate müsste es gewesen sein, dass ich Haare gefärbt habe. Ich war ja auch beim Friseur. Ah, genau, ich mache das mit dem Friseur-Video, glaube ich, zusammen. Wann war ich beim Friseur? Vor einer Woche? Nee, vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen war ich beim Friseur. Da war ich ja Spitzenschneiden, genau. Und ihr seht, ich habe Wellen in den Haaren. Und so einen Kopf, so eine Löwenmähne. Ja, also färben ist ganz easy. Ich zeige euch mal, eigentlich sehen meine Haare so aus. Seht ihr, eigentlich brauche ich nichts zu färben. Eigentlich müsste ich sie auch gar nicht waschen, weil hier unten, guck mal, hier unten habe ich Farbe, die ist noch relativ dunkel, sag ich mal, noch da. Also irgendwie hat sich das ist eine Haartönung. Irgendwie hat sich das hier unten nicht rausgewaschen, also nicht so ganz. Weil guck mal, hier ist überall, habe ich dunkle Haare, das ist alles die Tönung. Hier auch, ja. Eigentlich müsste ich die auch gar nicht waschen, weil hier unten sind die Haare noch fresh. Also hier ist nichts fett, gar nichts. Das Problem ist der Ansatz. Der Ansatz ist schon fettig, der Ansatz juckt, deswegen muss ich die waschen. Und hier habe ich immer graue Haare, hier seht ihr das. 5 Monate nicht gefärbt, nur eigentlich müsste ich nur den Ansatz färben. Seht ihr das hier so? Wisst ihr, mich stört das nicht, aber mir ist aufgefallen, es stört die Leute. Es stört die Leute. Ich werde so darauf angesprochen, wo ich mir denke, ja, ich werde auch alt. Ich werde auch alt, ja? Jeder kriegt graue Haare und ja, genau. Also mich stört das jetzt nicht. Ist halt nur am Ansatz und mich stört es eher, dass das unterschiedliche Haarfarben sind. Hier auch so ein bisschen, hier seht ihr, hier so, ja, hier sind die so grau und deswegen muss ich färben, also eigentlich muss ich nicht färben, aber ich färbe sie jetzt mal. Hier unten sind sie, wie gesagt, fresh, ich muss sie aber waschen, weil der Ansatz ist fettig, ich weiß nicht, könnt ihr es sehen, aber ich wasche die auch nur am Ansatz, also ich shampooniere nur hier oben. Ja, ich zeige euch mal die Haarfarbe. Haartönung. Hier. Ich benutze diese hier von Garnier, ist die Movida 29 kühles Hellbraun. Also so sieht das aus. Aber ihr seht, es wird ein bisschen dunkler. Es ist kein Hellbraun, es ist eher dunkelbraun, werdet ihr aber sehen. Intensivtönung ohne Ammoniak für angenehmen Duft. Hält bis zu 8 Wochen. Ja, genau. Habe ich gesagt, 3,45 Euro bei DM. Gibt es auch verschiedene Farben. Ich benutze aber diese, weil ich färbe sie immer braun. Und das ist eigentlich eine gute Haarfarbe für mich. Aber vorher müssen wir die Haare waschen. Genau, vorher. Weil das macht man auf nasses Haar immer, diese Intensivtönung. Und die ist auch einfach aufzutragen, weil... Moment, hier ist die... Wie nennt sich das? Haarkur. Die Haarkuren aus diesen Färbepackungen sind gigantisch gut, muss ich sagen. Die reicht auch für mehr als einmal. Also die reicht für öfter. Und hier ist so ein Ding. Also man macht das damit. Ich habe mir mal diese Schale geholt. Aber für diese Haarfarbe brauchen wir die Schale nicht, sondern das hier. Und das hier. Ich zeige euch das auch gleich mal. Aber... erstmal waschen wir die Haare. Never met someone like you, felt something like your touch. I wish we would have met tonight. Sure, I've had lovers in my past. Only I've had a blast. Ich habe jetzt die Haare gewaschen. Habe das jetzt ca. 20 bis 30 Minuten, also die Haare im Handtuch gelassen. Ach so, ganz wichtig, keine Spülung benutzen und keine Haarkur, nur Haare waschen. Genau. Und jetzt geht's los. Ja,
Also, wir haben diese beiden hier. Das muss jetzt eigentlich schnell gehen. Wir machen hier auf. Das wird hier dran geschraubt. So, hat Klick gemacht. Jetzt umdrehen, hier ist noch zu. Also jetzt muss das einmal durchlaufen. Das geht eigentlich ganz schnell. Dann wird es geschüttelt, die Spitze abgemacht und dann geht es auch schon los. So, hallo meine Lieben. Ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch noch meine Haare. Ich habe sie ja gestern gewaschen und gefärbt und Luft trocknen lassen. Und heute ist der nächste Tag. Und ich zeige euch das mal. Moment, wenn ich sie aufkriege. So, oh. Oh. Also die duften richtig gut und die sind richtig, richtig weich, die Haare. Also Hammer. So schaut's aus. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt viel getan hat. Hier unten sind die natürlich noch dunkler geworden. Als ohnehin schon. Hier oben, seht ihr, sind die nicht mehr grau, aber die sind so hell, ja, hellbraun, hellorange, würde ich sagen. Also man sieht das schon. Also wenn man genauer hinguckt. Vom Weiten jetzt würde ich sagen, nicht so. Aber ist klar, wenn man dann auf Grau färbt, hat das einen anderen Ton, als wenn man auf Braun färbt, ne? Und ja, hier sieht es so aus. Sieht eigentlich ganz gut aus. Also der Ansatz ist weg, wie ihr sehen könnt. Und ja, die Haare sehen so aus. Sind die dunkler geworden? Weiß ich gar nicht. So, gucken mal. Ja, und das ist die Haarfarbe. Kühles Hellbraun nennt sich das. Ja, frische Haare, geschnitten, gefärbt, kein grauen Ansatz mehr. Ja, was will man mehr, ne? So, das ist jetzt das Ergebnis. Mal gucken, wie lange das hält, aber eigentlich hält das doch schon, also mindestens 8 Haarwäschen. Ich würde sagen, sogar noch länger. Länger als 8 Haarwäschen, ja, ja, das hält lange. Also das wäscht sich eigentlich nicht so schnell raus, nur am Ansatz, wo die grau sind, da wäscht sich das schon schneller, würde ich sagen, als die restlichen Haare, ne? Aber wie ihr sehen könnt, hier sieht man nichts Graues mehr. Ja. Ihr habt es gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr was gesehen habt. Ich habe nämlich die Tomaten jetzt in der prallen Sonne gegossen. Ich weiß, man soll es nicht machen. Aber ich habe vergessen, die vorhin zu, also gestern Abend zu gießen. Deswegen, ja, das ist jetzt auch egal. So, das sind meine Tomaten. Meine erste Ernte. Und ich würde sagen, boah, ich weiß gar nicht mehr, welche das sind. Ich würde jetzt mal sagen, das sind die... Ich hatte ja solche Cherry-Tomaten gekauft und habe die Samen eingepflanzt. Ich sage jetzt mal, das sind die Samen, also von denen, die ich gekauft habe, von den frischen Tomaten. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich weiß nicht mehr, was ist, aber obwohl, ich hatte auch hier welche eingepflanzt. Moment. Cherry-Tomaten. Nee, die sind rund. Nee, die sind rund. Ich dachte die, aber die sind rund. Seht ihr?
Das dürften dann vielleicht die Kleinen, vielleicht die Kleinen hier sein. Und die Großen, die habe ich ja gekauft, hatte ich euch mal gezeigt in einem Vlog. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. So, und das ist meine Ernte. Voll geil. Überlegt mal, meine eigenen Tomaten, ey. Ich freue mich voll. Da sind jetzt nur so wenig, aber da kommt noch was. Also ich habe gesehen, da kommt noch einiges. Also ich habe viele, viele grüne Tomaten. Also da kommt jetzt noch einiges. Und ja, was haben wir für einen Monat? Wir sind jetzt bei August, Mitte August. Wann habe ich angefangen? Ende Februar habe ich angefangen. Genau. Nur damit ihr so einen Richtwert habt, wie lange sowas dauert. Und lohnt sich das? Nein. Würde ich das nochmal machen? Nein. Würde ich sie lieber im Geschäft kaufen? Ja. So, ich habe jetzt auf DHL gewartet, weil ich warte auf zwei Päckchen. Und, ey Leute, Katastrophe. Schaut euch mal. Ich wollte euch die Brand News Box zeigen. Ich wollte sie euch beim letzten Mal zeigen, ja? Beim letzten Mal war leider das Problem, dass die zurückgegangen ist, weil die ist unterwegs so kaputt gegangen, dass sie die zurück an den Absender geschickt haben. Ich habe zwar eine neue bekommen, aber die kam dann ja total verspätet an. Deswegen habe ich sie euch nicht mehr gezeigt. Diesmal wieder. Ich muss sagen, seitdem diese Kartons, die waren früher stabiler. Die waren stabiler, das war auch weiß, also das war ein normaler Karton gewesen. Die waren so gut wie nie kaputt. Seitdem, die diese neue haben, die haben gesagt, angeblich Fehllieferung. Ich glaube es ja nicht, weil die gibt es schon seit einem Jahr. Wie lange kann man so eine, also die haben die falschen Kartons bestellt. Ja, wie lange kann das sein? Seitdem diese Kartons sind, es ist immer kaputt. Jedes Mal ist hier was kaputt an diesem Karton, ja. Und das nervt mich so. Ich muss jetzt gucken, ob da nicht irgendwas kaputt ist. Überlegt mal. Guck mal, das ist doch einfach kackendreist, mir sowas zu geben. Also sorry, aber das geht nicht. Sorry, das geht nicht. Jedes Mal ist dieser Karton kaputt, ja. Dann habe ich noch hier was bestellt. Also ich habe das jetzt gerade ausgepackt, aber ey, schämt der sich nicht? Jetzt mal im Ernst, schämt er sich nicht? Hier ist alles nass. Guckt mal hier, komplett nass. Wenn ich dieses, ich habe jetzt nachgeguckt, ob da was kaputt ist, weil ich habe was aus Glas bestellt. Ja, aber scheint auf den ersten Blick nicht kaputt zu sein, weil er hätte das sonst mitgenommen. Aber guckt euch mal die Produkte an. Guckt euch das mal an, wie ramschig das ist. Guckt mal. So kaputt kriege ich das. Ich habe Originalpreis dafür bezahlt. Die Verpackung ist kaputt. Finde ich, geht nicht. Sorry, geht nicht. Würde ich das nicht so dringend jetzt brauchen? Ich schwöre, ich hätte es ihm zurückgegeben. Aber ich brauche diese Sachen, die ich hier bestellt habe. Wirklich, das ist. Also hier war. Aber hier läuft doch was aus, oder? Och Mann, ey. Ich sag euch, ne? Ich sag euch. Ich wollte euch das schön ausgepackt zeigen. Guck mal, das hier ist auch rausgefallen, ey. Und dafür habe ich Geld bezahlt. Dafür habe ich Geld bezahlt. Ey. Ich weiß nicht, ich werde das trotzdem reklamieren, oder? Guck mal, die Packung ist hier auf. Das geht nicht. Also, das geht einfach nicht. Ich weiß jetzt, ich glaube nicht, dass die Versandapotheke Schuld hat. Aber was macht der DHL-Mann? Der sagt, der hat das so bekommen angeblich. Ja, ich finde es einfach nur kackendreißig. Ich wollte euch halt, wie gesagt, die Bestellung schön auspacken. Wie ihr seht, kann ich euch das nicht zeigen. Ich weiß nicht, ich will euch so einen Ramsch eigentlich nicht zeigen. Ich wollte euch das schön auspacken, schönes Unboxing machen. Leider, leider, wie ihr seht, ist das bei mir nicht möglich. So, ich wollte euch das kurz zeigen. Ich bin voll im Stress. Spülmaschine läuft. Ich bin am Kochen. Hier, der ist doch ausgelaufen. Der ist hier klitschnass. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Der ist ausgelaufen. Ja, Leute, theoretisch würde ich das echt zurückschicken, weil guckt euch das mal an. Das ist wirklich. Das war. Also, es war keine gute Idee. Ich sage euch jetzt mal meinen Hintergedanken. Ich wollte Brottrunk. Brottrunk brauche ich für meinen Durchfall. Ich habe nämlich Durchfall und das hilft mir eigentlich ganz gut. Und da ich auch Kreislauf habe, schaffe ich es momentan nicht nach DM zu gehen, um mir Brottrunk zu kaufen. Ja,
ich schaffe es einfach nicht mit Kreislauf. Deswegen dachte ich, oh cool, ich brauche sowieso für meinen Durchfall Sachen aus der Apotheke. Kann ich Brotung direkt mitbestellen? Es kommt zu mir nach Hause, ja? Jetzt ist es hier ausgelaufen. Jetzt könnte ich das theoretisch umfüllen, weil theoretisch hatte ich ganz viele solche Flaschen. Hab die aber letztens verschenkt gehabt, weil die hier nur monatelang rumstanden. Weil ich mir immer gedacht habe, ich könnte doch eine Flasche gebrauchen. Ich könnte sie doch irgendwann gebrauchen. Jetzt habe ich sie abgegeben und jetzt brauche ich wirklich eine. Jetzt habe ich aber keine mehr. Ist immer so. Sagt es mir, es ist immer so, ja. Und dann ist das Problem, also ich hatte auch keine Zeit, habe zur Apotheke zu gehen. Was ist keine Zeit, keine Kraft, weil ich habe Kreislauf. Und da habe ich mir jetzt Elektrolyte und sowas bestellt. Aber guckt euch das doch mal an hier. Wie gesagt, ich hätte es ihm zurückgegeben, wenn ich nicht so auf diese Sachen angewiesen wäre. Ich brauche diese Sachen, weil ich komme hier nicht weg. Also ich schaffe es aktuell nicht. Klar, viel Geld für so ein Müll. Was heißt Müll? Also ich finde das nicht gut, wenn die Sachen so in solchem Zustand ankommen. Hier, guck mal, hier ist auch kaputt. Wisst ihr, ich zahle Originalpreis und dann kommt das in solchem Zustand. Das geht nicht. Das geht einfach nicht, ja. Ich will... Ja, so. Ich bin echt sauer. Da muss man diese Glasflaschen, sorry, an dieser Apotheke... Ich sage euch jetzt, welche das ist, weil ich werde da nämlich nicht mehr bestellen. Und zwar ist das Doc Morris. Doc Morris Apotheke, die sowieso total überteuert ist, ja. Diesen Karton brauche ich eigentlich zum Verschicken, weil es ist so ein kleiner Karton, den brauche ich zum Verschicken, ja. Kann ich wegschmeißen, guckt euch das mal an. Kann ich einfach nur wegschmeißen, ey. Sowas regt mich echt auf. Ich sag's euch, sowas regt mich auf. Die Flaschen hätte man viel, viel besser verpacken können. Nicht in so eine Luftpolsterfolie, das ist zu wenig. Also nicht nur in sowas, das ist viel zu wenig. Es gibt dafür extra Kartons, aber nun gut. Ey. Jetzt weiß ich, warum ich immer nach DM gehe und mir diese Flaschen kaufe. Da muss ich zwar schleppen, aber die Flaschen gehen nicht kaputt. Ja, ich sag euch, das ärgert mich jetzt. Es ärgert mich jetzt wirklich. So, guckt euch mal die Box an. Hier ist die auch leider kaputt. Also ich bin echt, guckt mal. Ich würde euch das nicht zeigen, wenn das zum ersten Mal passieren würde. Glaubt mir, die ist so oft kaputt gewesen. Aber das ist jetzt wirklich, das ist wirklich das i-Tüpfelchen. Das ist wirklich das i-Tüpfelchen. Ich weiß, dass Brand News wahrscheinlich nichts dafür kann. Doch, kann sie. Sie könnten bessere Kartons verwenden, so wie früher. Ich weiß, dass DHL so mit den Kartons umgeht. Aber das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht sein. So, meine Lieben, ich habe jetzt Apfelstrudel gemacht. Ich kann euch den Teig jetzt nicht zeigen. Ich habe das schon weggeschmissen. Das war so ein Filoteig, so ein Jufka-Filoteig. Das waren, ich glaube, 4, 5, 6 Rechtecke. Die habe ich dann so mit Wasser befeuchtet, genau. Und dann habe ich das gefüllt mit 2 Äpfeln, Zucker, Zimt, Rosinen und ein paar Nüsse. Und ich muss sagen... Das schmeckt echt sehr, sehr gut. Guckt mal. Könnte das hier so ein Apfelstrudel? Ja. Und dann habe ich das für 35 Minuten bei 180 Grad im Ofen. Oh, das ist so lecker. Das ist echt sehr, sehr gut. Oh. Guck mal, hier könnt ihr das sehen. Geilomat, oder? Geilomat. Hier. So schaut es aus. Genau. Wollte ich euch nochmal zeigen, was ich mir heute gönne. Heute ist Gönntag. So, meine Lieben, weiter geht's mit dem Tiefkühlfach. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon so eine kleine Pfütze. Ja, kann man es sehen? Könnt ihr es sehen hier vom Tiefkühlfach? Doch, das kann man sehen, oder? Ja, machen wir heute das Tiefkühlfach? Nein. Warum nicht? Ich habe Unterleibschmerzen, ich habe Durchfall und ich bin ziemlich schlapp. So, morgen, nächster Versuch, wir versuchen es morgen. Vielleicht geht es mir da etwas besser, dann machen wir es morgen, ansonsten werden wir es von Tag zu Tag verschieben. Mal gucken, wann ich das schaffen werde mit dem Tiefkühlfach. Ich weiß, es ist dringend nötig, aber ich kann heute nicht.
Ich kann heute nicht. Ich habe so Unterleibkrämpfe. Ich habe so dermaßen Durchfall und ich bin so schlapp. Ich schaffe das heute nicht. Ich schaffe das heute nicht. Also mein Körper macht heute leider nicht mit. Ja, deswegen geht das leider nicht.